Ja, nochmal schönen guten Morgen an alle. Nachdem wir uns ja eben was zum Thema Shopsysteme und auch Produktdarstellung in Online angehört haben, freuen wir uns, dass wir den Dr. Tobias Günther da haben. Wenn man so das guckt, so Mass Customization und Produktdarstellung, konnte ich mir erstmal nichts darunter vorstellen. Ich würde einfach nicht bitten, dass du da mal startest. Ja, dann machst du noch das. Ja, okay. Das Sprachrohr an. Wobei das eigentlich so wenig, dass es auch okay ist, wenn ich ohne das spreche. Wie möglich ist, wollte es lieber über Lautsprecher hören oder meine sympathische persönliche Stimme? Ich glaube, es ist ganz gut so, wenn du leise redest ins Mikro oder Kopfhörer. Ja, wenn es euch in den Ohren klingelt, dann sagt einfach Bescheid. Ja. Okay, also herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Tobias Günther und ich möchte euch gerne heute vorstellen, wie wir Produktkonfiguratoren mit sehr starkem Fokus auf Visualisierung produzieren. Ist das hochgehen? Das ist schwierig. So bin ich näher bei dem Publikum. Okay. Also die Idee oder die Ziele, die ich heute habe, euch zu zeigen, wie man mit dem Mass Customization Geschäftsmodell arbeitet, wie man für das Mass Customization Geschäftsmodell die Visualisierung organisiert, die ist nämlich ein ganz wichtiger Bestandteil, und wie man das Ganze produziert und am Ende auch in einem Art agilen Verfahren für den Kunden etwas liefert, was also sehr schnell einen Nutzen hat. Ich möchte auch hier in dieser Präsentation den Fokus auf den Nutzen setzen. Ich unterrichte teilweise diese Themen, die ich heute hier vorstelle, auch an der Hochschule in Mannheim und an der dualen Hochschule in Mannheim. Und da ist es so, wenn den Studierenden irgendetwas nicht gefällt oder sie irgendwelche Fragen haben, ne, dann unterbrechen die mich sofort. Und das ist okay und das dürft ihr auch. Ne? Also wenn ihr irgendwas wissen wollt oder denkt, na, das hat jetzt aber nicht korrekt wiedergegeben oder nee, das sehe ich anders, dann sagt jederzeit gerne Bescheid und helft mir, euch einen stärkeren Nutzen zu vermitteln. Okay, Mass Customization. Wir sollten vielleicht mal damit beginnen zu überlegen, was Mass Customization ist. Ich werde euch gleich mit genügend bunten Bildern befüttern, sodass ihr auch visuell seht, ah, okay, das ist es. Wir fangen aber mal ganz akademisch an und gucken uns mal eine Definition an. Im Grunde ist das Wort Mass Customization eine Zusammensetzung, ne, aus Massenproduktion und Customization. Und die Idee ist hierbei, dass der Endnutzer oder auch der B2B-Nutzer ein Mitspracherecht bekommt in der Herstellung von Produkten. Wir haben also hier bei Mass Customization eine sehr starke interdisziplinäre Geschäftsmodellausrichtung, das werdet ihr gleich sehen. Ich werde über sehr viele verschiedene Bestandteile sprechen, aber das alles hat den Zweck, dass man die Einzel- und Variantenfertigung, die man ja aus der Manufaktur kennt, ne, da gibt es einen Handwerker, der baut dort dieses Produkt, dass man das überführt in eine Massenfertigung. Das klingt erstmal ein bisschen crazy, aber das ist viel einfacher, als es sich jetzt einfach, als sie jetzt anhört. Wir wollen dann natürlich diese Produkte, die massenhaft individualisierbar sind, an den Markt bringen und dort den Kunden dann einen höheren Nutzen zur Verfügung stellen, ne? Weil der Kunde kann diese Produkte eben auf seine Bedürfnisse anpassen. Ich unterhalte mich sehr oft mit Shopbetreibern, Leuten auch, die sich im akademischen Bereich mit Mass Customization beschäftigen, und die sagen immer, was ist denn eigentlich heutzutage so die aktuellen Schlagworte, mit denen man, wenn man so einen Elevator-Pitch macht, pumpen kann. Also Elevator-Pitch, du hast in einem Fahrstuhl 3 Minuten Zeit, von dir und deinen Produkten, deinem Service zu erzählen. Und dann sage ich, dann schaut euch mal an, was haben wir denn heute für Probleme? Wir haben gerade im Online-Handel einen sehr großen Fisch, Amazon. Und Amazon macht vielen das Leben ganz schön schwer, gerade vielen
aus dem deutschen Sprachraum, weil die halt relativ spät starten in das in E-Business, in E-Commerce. Und Amazon hat halt seine Preisführerschaft, halt auch seine unglaubliche Dienstleistungsinfrastruktur, ne? One Day, Same Delivery, Same Day Delivery. Wir haben außerdem eine weltweite Vergleichbarkeit. Da muss natürlich jeder Online-Händler heute auch irgendwie eine Antwort drauf haben. Was ist denn jetzt, wenn der Shop in Sydney dieses Produkt ohne Lieferkosten einfach für 10 Cent günstiger verkauft? Ne? Es gibt Endkunden, denen ist es egal. Es gibt auch Endkunden, denen ist es wichtig, dass es ökologisch funktioniert. Aber es gibt auch viele, denen ist es wirklich egal. Und das Mass Customization, das kann eben eine Antwort auf diese aktuellen Probleme sein, die der Handel und der E-Commerce speziell hat. Denn was wir halt jetzt machen, ist, wir verkaufen keine Produkte mehr von der Stange, sondern wir sagen, hey, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, du weißt es am besten selbst, also bau dir doch das Produkt so, dass es deinen Bedürfnissen am meisten entgegenkommt. Der Kunde ist also ein Mitschöpfer geworden und wird dadurch einen ganz anderen Bezug haben zu dem Produkt, das er kreiert. Es ist nicht mehr so, dass es irgendein No-Name-Stange-Produkt ist, wie das 10.000 Menschen auch haben, sondern hier kann also die persönliche Note mit einfließen und auch die Zusammenstellung selbst ausgewählt werden. Beispiele zeige ich euch auch gleich noch. Hier mal eine Übersicht, woher wir eigentlich kommen. Also warum ist Mass Customization seit den Mitte der 90er Jahren tatsächlich erst so richtig reif in der Umsetzung? Das hat die Gründe, dass wir halt in den 60er Jahren, wo es sehr wenig Produkte gab und sehr viel Nachfrage gab, also da mussten wir auf Masse gehen, ne? Da konnten wir uns keine Zeit nehmen, um irgendetwas individuell anzupassen. Das musste einfach schnell raus, das musste massenhaft raus. Und das war das Ziel damals. Man stellte dann fest, oh, die Qualität stimmt aber in vielen dieser Produkte nicht. Ne? Es gab wenig Qualitätsmanagement. Das hat man dann in den 70er Jahren hinzugetan. Und so konnte man dann auch sich abheben von Wettbewerbern, indem man vielleicht sogar etwas teurer die Produkte verkauft hatte, aber mit viel besserer Qualität. Das führte dann in den 80er Jahren zu Variantenmanagement. Man wollte sich weiter abheben. Und dann gab es eben die Möglichkeit, bei einem Hersteller 12 Farben auszuwählen, statt nur 2. Und schon hatte man wieder eine Möglichkeit, sich mit dem Zielpublikum in Kontakt zu setzen, weil man gesagt hat, ich biete dir mehr Nutzen als ein anderer. Und deswegen kannst du auch bei mir kaufen und nicht bei einem anderen. Und in den 90er Jahren, da kam dann das Mass Customization, ein Begriff, der dort auch geprägt wurde, war Longtail. Und gemeint ist, dass ich eben nicht mehr massenhaft Produkte verkaufe, sondern diese auch individuell anpassbar mache. Was man sieht, und es zeigt dieses Dreieck hier an den Schenkeln unten, ich habe immer stärkere Marktanforderungen, auf die ich eingehe, und ich habe immer stärkere Leistungsanforderungen, die ich bereitstellen muss. Wir werden also komplexer in der Produktion. Das ist aber nicht schlimm, denn wir haben ja die Computerisierung und die Automatisierung Einzug halten lassen in unserer Produktion. Und die übernimmt diese Leistungsanforderungen. Auf der anderen Seite die Marktanforderungen. Das begrüßen wir heute. Heute gehen wir nicht mehr hin und verkaufen irgendetwas, sondern wir sagen, wo ist denn der Markt? Was möchte denn der Markt? Was ist denn der Nutzen, den ich biete? Diese Fragen stelle ich zuerst. Ich kümmere mich also darum, dass ich etwas anbiete, was nachgefragt wird. Das war damals noch anders. Heute muss ich einfach, weil ich so eine große Angebotspalette habe und jeder Shop im Grunde einen Klick entfernt ist, heute muss ich diese Frage stellen, was ist der Nutzen, den ich meinen Endkunden oder B2B-Kunden biete. Es gibt in der Mass Customization 3 verschiedene Arten, wie man etwas customizen kann. Die sind von der Komplexität leicht zunehmend. Ich werde euch einfach mal kurz ein paar Einzelbilder zeigen, danach
gucken wir uns mal zwei, drei Screencasts an, damit ihr mal seht, wie so eine Anwendung in Live aussieht. Und in der allerersten Stufe, da gibt es eine bestimmte Variantenvielfalt, die vorbereitet wurde vom Hersteller. Zum Beispiel hier, das ist Polygon, die produzieren handgenähte Pullis aus Alpaka-Wolle. Und dort kann man eben sagen, okay, ich möchte gerne von den 30 Mustern, die ihr habt, genau dieses. Und von den 500 Farben, die ihr habt, genau diese. Und von den 20 verschiedenen T-Shirt- und Pullover-Typen genau das. Und das ist eben die Komponentenzusammenstellung, die man hier als Endnutzer durchführen kann. Man kauft da also nicht mehr irgendeinen Pulli, was auch 10.000 Mal woanders verkauft wird, sondern am Ende kann es sein, dass du der Einzige bist mit genau dieser Farb- und Musterzusammenstellung. Die zweite Art der Customization, das ist die individuelle Endfertigung. Das heißt, da habe ich einfach ein Standardprodukt, was ich so auch überall anders kaufen kann. Aber ich biete noch eine Veredelungsstufe dahinter. Das heißt, ich biete noch eine Individualisierung. Und das kennen wir zum Beispiel von Spreadshirt. Und dann kann ich ein T-Shirt, was ein Standardprodukt ist, bedrucken mit individuellen Logos oder Bildern. Und das ist sozusagen auch eine sehr gute Möglichkeit, personalisiert Produkte zu verkaufen, die eine Identität haben, die wirklich was völlig anderes sind als irgendwelche Produkte, die 10.000, 100.000-fach über den Ladentisch gehen. Und die dritte Form, die wir kennen, ist dann noch die Komponentenerstellung durch den Endnutzer. Hier ist wirklich nichts vorbereitet. Es gibt also weder Varianten, aus denen ich auswählen kann, noch gibt es irgendwelche individuellen Logos, die ich am Ende benutzen kann. Hier bestimmt der Endkunde oder der B2B-User direkt selbst, wie die Einzelkomponenten aussehen. Das ist zum Beispiel bei Maro Modulhaus der Fall. Dort kann ich Breite, Höhe, Länge, Position der Türen, wie viele Fenster habe ich, was habe ich für eine Dachfarbe. Das kann ich alles absolut individuell bestimmen, sodass es in meinen Garten reinpasst, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt in der Produktion. Denn das ist ganz wichtig. Man muss natürlich die technischen Prozesse, die diese Anwendung, die Mass Customization Anwendungen am Ende brauchen, das muss ja noch real produziert werden, die musste man anpassen und diese wurden standardisiert und diesen Zustand haben wir heute. Wir haben unglaublich standardisierte Verfahren für individuelle Herstellung. Und eines der spannendsten Themen, das zeige ich gerade hier, und das ist die vierte industrielle Revolution. Das ist eigentlich der logische Nachfolger der Mass Customization. Und das ist im Grunde die Möglichkeit, dass ich komplette Materialien selbst bestimmen kann und aufbauen kann. Ich spreche da vom 3D-Druck. Wir sind also heute so weit, dass wir sagen, okay, wenn du eine Tasse haben willst, dann kannst du selber bestimmen, wie deren Form aussieht. Und zwar, du nimmst einfach einen Stift und malst, wie die Outline dieser Tasse aussehen soll. Und genau so wird sie dann gedruckt. Ob am Ende der Kaffee drin bleibt oder nicht, ist dann zwar dein Problem, aber du kannst es bestimmen, wenn du möchtest. Und der 3D-Druck wird vierte industrielle Revolution genannt, weil wir halt hier tatsächlich den Endverbraucher zu Produzenten werden lassen. Allerdings haben wir da ein kleines Problem, das wollte ich hier mal versuchen visuell rüberzubringen. Die Produkte, die man hier dann customizen kann, zum Beispiel so ein Automobil mit Lack, Felgen, Leder und was auch immer, ne? Nehmen wir mal an, man könnte das einstellen und dann auch produzieren lassen im 3D-Drucker. Das hat das Problem, dass wir, man sieht es hier ein bisschen, Verständnis haben müssen über die Produktionstechnik, über die dort benutzten technischen Bestandteile. Und jetzt haben wir das Problem, was wir immer schon hatten. Es gibt quasi so eine kleine Elite von, ich nenne sie mal 3D-Modellern, die können solche Modelle bauen. Und diese können dann solche Modelle auch drucken. Und es gibt so Shops wie Steel West, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, kommt aus Berlin, die verkaufen eben 3D-gedruckten Schmuck.
Und wenn ich aber keine Ahnung habe, wie man so ein 3D-Modell designt, weil ich A, keine Ahnung habe von Design, B, keine Ahnung habe von der Arbeit mit einem 3D-Tool, kann ich es auch nicht verkaufen. Und das ist ein großes Problem. Das ist quasi so eine Art Login für eine gewisse Art von Elite. Und ich möchte euch gerne zeigen, beziehungsweise dafür plädieren, dass wir dieses Problem lösen, indem wir 3D-Produktkonfiguratoren anbieten unseren Endkunden. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, denn diese nehmen uns die ganze Komplexität sehr stark weg. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Screencasts zeigen. Also ein Screencast ist einfach eine Aufnahme von einem Bildschirm, während ich quasi den Shop bedient habe. Hier von Polygon, ich wähle hier die Art aus von dem Pullover, ich wähle Farben aus, ich wähle Muster aus, kann die dann per Drag and Drop auf diesem Alpaka-Männchen da platzieren und sehe dort dann, wie das Ganze rüberkommt von den Farbkombinationen und welche Abmaße es hat. Das ist hier für KWS ein Projekt gewesen. Die verkaufen Werbeflächen auf öffentlichen Fahrzeugen. Und deren Kunden haben eben das Problem, dass sie sich nicht vorstellen können, wie deren Logo auf einem Bus aussieht, wenn der erstmal die Folie gedruckt bekommen hat und angebracht hat. Und diese Busse, die haben nämlich sehr viele Sicherheitseinschränkungen und du darfst nicht überall was rüberkleben. Das war so eine sehr schwierige Sache und durch die Visualisierung kann man aber hier selbst jemanden, der kein technisches Know-how hat, die Möglichkeit geben, einen solchen Bus zu konfigurieren, inklusive Video, was man daraus dann produzieren kann. Es ist also gar kein Problem, diese Informationen, die dann der Endkunde eingegeben hat, zu nutzen. Hier ist noch ein aktuelles Projekt, was gerade noch in der Entwicklung ist. Es ist ein Werbelupenprojekt. Hier werden also Motive auf Werbelupen platziert. Der User lädt ein Logo oder lädt Text an, direkt im Frontend. Wählt die Farbe aus von den Lupen, von dem Obermaterial und hat dann die Möglichkeit, das so entstehen zu lassen, wie sie oder er es für interessant empfindet und kann dann auch sich angucken, wie sieht es denn jetzt aus von links, rechts, oben, unten, um einfach klar sich darüber zu werden, ob man jetzt schon eine gute Kombination gefunden hat. Das ist hier ein Beispiel, da sind wir tatsächlich im 3D-Druck angekommen. Das ist ein Konfigurator, dort kann jemand, wenn er möchte, einen Text eingeben. Dieser Text wird dann als Armreifen produziert und kann sich also anschauen, wie der Armreifen in Silber und Gold aussieht. Ich gehe mal kurz auf die Live-Anwendung, also hier zum Beispiel wäre die Live-Anwendung. Ich kann mir dann auch anschauen, wie das von jeder Seite aussieht und kann jederzeit sagen, okay, ich möchte gerne noch ein paar Änderungen hinzufügen. Ich habe jetzt mal einfach ein paar Ts reingehackt, ne, und jetzt sehen wir die hier. Und so kann also auch jemand, der keine Ahnung hat von 3D-Know-how und wie wird das produziert, einen solchen Armreifen bauen und sich dann anschauen, wie dieser von verschiedenen Seiten aussieht. Das waren jetzt mal ein paar Beispiele, wo wir tatsächlich schon Erfahrung gesammelt haben und auch super stolz sind, dass wir damit zu den Ersten gehören, die sich in diesem Bereich mal vorwagen, weil es wirklich noch eine recht junge Disziplin ist, Mass Customization mit 3D-Druck zu kombinieren. Ich möchte jetzt den zweiten Thementeil beginnen, und zwar geht es um die Produktvisualisierung. Ich habe das Thema Mass Customization vorgezogen, damit ihr erstmal einen Eindruck habt, worum geht es hier eigentlich. Weil es ist oft ein sehr technischer Begriff und wenige haben bisher Erfahrung gemacht, man selber so eine Anwendung zu nutzen. Und das möchte ich gerne zu dem Schwerpunkt Visualisierung kommen. Denn die Visualisierung ist für ein
solches Mass Customization Geschäftsmodell absolut unverzichtbar. Na, denn ihr müsst euch vorstellen, hier gehen also jetzt Leute her, die möglicherweise noch keine Exposition mit irgendeinem Produkt hatten, das sie sich gerne bestellen wollen und das sie customizen wollen, und erstellen eine individuelle Variante von diesem Produkt. Das gab es noch niemals auf der Welt, das wird es vielleicht außer dieser einen Version auch niemals mehr geben. Und jetzt muss aber dieser Kunde die Angst genommen bekommen, dass das, was er da oder sie gemacht hat, nicht funktioniert. Und wenn ich da nicht mit Hilfe von Visualisierung diese Angst nehmen kann, weil ich keine Chance habe, irgendwie den Kunden über Text zu erklären, wie seine individuelle Zusammenstellung aussieht, dann habe ich das Problem, es wird etwas schwerer, dieses Produkt tatsächlich zu verkaufen. Weil die meisten Menschen sind doch sehr, wie soll ich sagen, sie möchten gerne sich versichern lassen, dass das, was sie, wofür sie ihr teuer oder mühsam verdientes Geld ausgeben, dass das funktioniert und dass es Sinn macht und dass sie auch noch in 2 Wochen damit zufrieden sind. Und deswegen ist also die Visualisierung gerade bei Mass Customization Modellen sehr wichtig. Aber auch generell, also ich hatte mich gerade im Vorfeld auch mit einem Shophändler unterhalten, Produktdarstellung. Warum ist das überhaupt relevant? Warum ist das interessant, wenn ich Produkte verkaufe, dass ich diese auch über Fotografie oder über Video abbilde? Und der Grund ist einfach unsere 20.000 Jahre alte Evolutionsgeschichte. Unser Gehirn hat den occipitalen Kortex, der ist im hinteren Teil des Gehirns und der ist unglaublich optimiert auf Verarbeitung visueller Inputs. Es gibt keine Modalität, egal Tast, Geschmack oder Hörsinn, die in irgendeiner ähnlichen Bandbreite zum Gehirn befördert wird, wie die visuellen Inhalte. Das heißt, der Mensch kann am schnellsten Informationen erfassen, wenn diese sinnvoll visuell präsentiert werden. Ganz wichtig ist auch der oberste Punkt, das klingt ein bisschen strange, die Bilder werden direkt im Gehirn geschmeckt. Und damit ist gemeint, dass man nicht das, was man dort an Informationen bekommt, erst interpretieren muss, wie zum Beispiel bei Text. Wenn du Text liest, dann musst du dir erstmal klar werden, okay, was ist die grammatische Struktur, was ist das Subjekt, Verb, Objekt, was genau bedeutet dieser Satz. Wenn du ein Bild siehst, und es ist egal, ob du das Bild auf Deutsch siehst oder auf Englisch siehst oder auf Französisch siehst, ja, die Bildsprache ist einfach absolut universell, dann kommst du direkt zum Gehirn, ohne Interpretation. Und dadurch kannst du beim Nutzer Gefühle auslösen, die du sonst nicht auslösen kannst. Deswegen ist irgendwie es sinnvoll, Bilder auch im E-Commerce, im E-Business zu verwenden. Und ich habe hier mal, letzte Woche war ich in München auf der Internet World Business. War jemand von euch zufällig da? Okay, ein paar Leute. Und dort habe ich dann auch mich mit vielen unterhalten und getroffen, um mal zu gucken, okay, wie weit sind die denn so? Und es gibt echt einige, die auch so Mass Customization begonnen haben. Und hier hatte ich mal so ein Beispiel. Da kann man so Fotoboxen customizen, das heißt, das sind diese Boxen, die man links sieht. Und da kann man dann eben eine Deckelfarbe einstellen, eine Farbe für die Schleife einstellen, einen Verschluss einstellen. Ja, das ist mein Handy, das sagt, ob mein Video noch läuft. Okay. Wenn das aus ist, dann drücke ich einfach mal drauf. Okay. Und jedenfalls hier haben wir aber das Problem, dass dieses Bild links einfach völlig statisch ist. Es ändert keineswegs irgendeine Art von Farbe, die ich hier über die wirklich sehr vielen Farben einstelle. Und das ist ein bisschen schade, weil hier verpasse ich es, quasi den Endkunden zu zeigen, wie diese Farbkombinationen wirken. Und ich weiß nicht, ob euch das manchmal passiert morgens. Ihr wisst, okay, die Hose will ich anziehen und dann holt ihr ein T-Shirt raus. Und du denkst, hey, das passt gut. Und dann kommst du zu deiner Freundin, also geht es mir. Und dann sagt sie, das passt gar nicht. Aber das muss man sehen. Das muss man sehen. Das kann ich ihr nicht erklären. Ich kann ihr nicht sagen, ja, heute habe ich die Beige-Hose an und da will ich so ein braunes T-Shirt zu anziehen. Sie muss das sehen, um mir zu sagen, dass es nicht passt. Und genauso ist es auch, wenn ich E-Commerce
Mass Customization Modelle machen, da muss ich es eben zeigen. Und zum Beispiel hier bei diesen Lupen, da habe ich halt Millionen von Farben, die ich nutzen kann, um das Oberteil dieser Lupe zu bestücken. Und das ist halt völlig davon abhängig, ob das gut oder schlecht aussieht, was ich da für ein Motiv wähle. Wenn ich ein Motiv habe in der Farbkombi, die dann zu dem Lupenoberteil einfach schlecht aussieht, dann wird wahrscheinlich der Kunde nicht so happy sein, wenn er da 1000 Stück von ordert. Man muss es eben ausprobieren, man muss es sehen. Und genau das macht ein 3D-Produktkonfigurator, beziehungsweise das machen Produktbilder. Ne? Die zeigen direkt dem Gehirn, ohne Interpretation, wie das Ganze wirkt, sodass ich auch eine Entscheidung treffen kann auf Basis dieses Bildes, was ich dort gezeigt bekomme. Ein anderer absolut toller Anwendungsfall, das war uns gar nicht so klar, das ist hier ein Konfigurator, 3D-Produktkonfigurator für Rodemeister, den wir mal gemacht haben. Das ist, glaube ich, unser zweiter, also schon sehr lange her. Also was heißt lang? Also uns gibt es jetzt seit 2009. Und dort war es so, wir haben uns mal angeguckt, was die Nutzer so alles konfigurieren, ohne dass sie es kaufen. Und diese Information, die fällt ja an, weil unsere cloud-basierten Render-Server eben diese Produktbilder tausendfach pro Stunde erzeugen. Und uns ist da aufgefallen, dass viele Endnutzer nur so eine grobe Vorstellung haben, was sie eigentlich möchten. Aber sie sind sich nicht sicher. Sie haben so eine Idee. Und wenn ich dann eine konfigurierbare Version, die auch visuellen Output erzeugt, diesen Menschen gebe, dann sind die happy, weil sie nämlich dann mit ihrer Idee schwanger werden können. Sie können diese Idee mal ausprobieren in verschiedenen Variationen, um festzustellen, hey, die Idee ist zwar gut, aber es gibt hier noch eine bessere Idee. Das werde ich erst herausfinden, wenn ich es ausprobiere. Und ich habe dann mal überlegt, was ist denn das für ein komisches Vorgehen? Ich weiß nicht, was ich will und erst im Verlauf der Zeit kriege ich raus, was ich will. Und irgendwann habe ich mal eine Dame getroffen, die ist Professorin für Design und die hat gesagt, hey, das ist genau das, was wir die ganze Zeit machen. Ja, das nennt sich Research by Design. Das heißt, indem man verschiedene Formen, Varianten ausprobiert, die Designer bezeichnen das halt auf ihren Skizzenblöcken, wird ihnen erst klar, was sie eigentlich wollen und was eigentlich funktioniert, also visuell jetzt. Und das ist etwas, was man eben nicht hätte, wenn man keinen visuellen Output zur Verfügung stellt. Und deswegen finden wir hier also unglaublich viele Nutzer, die einfach erst ganz spät kaufen, wenn sie kaufen, aber zwischendurch halt irgendwie 20 bis 150 verschiedene Varianten durchprobiert haben, um einfach zu ihrer Wandfarbe die passende Olo-Variante zu finden. Etwas, was so nebenbei anfällt, was quasi unsere B2B-Kunden sehr gut finden, das ist so eine Art Visualisierung als Vertragskomponente. Denn wenn der Endkunde oder B2B-Kunde, also der Kunde unseres Kunden, etwas erstellt hat, dann geben wir das teilweise als PDF aus. Und dieses PDF wird halt archiviert, das geht dann in den Produktionsprozess rein. Hier sieht man auch, dass man viele Varianten abspeichern kann, falls das benötigt wird, sodass dann also auch der produktive Bereich, der das am Ende umsetzt, weiß, was hat da eigentlich der Endkunde gewollt. Und der Endkunde kann eben auch diese Visualisierung vorlegen und sagen, hey, genau so wollte ich es haben, falls es irgendwelche Probleme gibt. Das ist also auch gleichzeitig so eine Art Dokument, was man da erstellen kann, mit dem man dann den weiteren Verkaufsprozess leiten kann. Okay, das war jetzt quasi der Teil, in dem ich euch zeigen wollte, was Mass Customization ist und in dem ich euch zeigen wollte, was von Schwerpunkt Visualisierung her beachtet werden muss, gerade wenn man Mass Customization Modelle baut. Ich werde als nächstes noch zwei weitere Themen besprechen. Das eine ist, wie sieht denn bei uns die Produktion aus? Also ich werde euch so eine Art Making-of erzählen.
Und das danach folgende Thema wäre, ein Teil von diesem Making-of ist die Low-Fidelity-Prototypen. Also wie kann ich innerhalb von 4 Stunden meinem Kunden zeigen, wie die Webanwendung aussieht und ihnen das ausprobieren lassen, um zu erkennen, welche Defekte diese Webanwendung vielleicht enthält, bevor irgendjemand eine Zeile Code programmiert hat. Das wären die beiden Themen, die ich gleich noch euch gerne vorstellen würde. Aber ich möchte auch, falls es irgendwelche Fragen zu den bisherigen Themen, da einfach mal kurz einen kleinen Stopp machen. Nicht, dass wir irgendwas vergessen, was wir dann später wieder aufgreifen müssen. Ja? Könnte man sagen, dass die Automobilindustrie da so ein bisschen Vorreiter war, weil so Autokonfiguratoren gab es ja schon relativ früh. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Also als ich begonnen habe, mich mit 3D-Produktkonfiguratoren zu beschäftigen, habe ich natürlich auch so eine Art Wettbewerbsanalyse gemacht. Und es gibt so 3, 4 Firmen, die haben sich schon für den Automobilbau sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Und man muss sagen, dass die einfach da unglaubliche Erfahrung auch angesammelt haben. Allerdings auch einen Prozess entwickelt haben, der aus meiner Sicht inkompatibel ist mit den Prozessen, die der E-Commerce und kleine und mittlere Unternehmen benötigen. Also ich würde vielleicht mal nur kurz den Zahlen nennen. 80.000 Euro ist so ein Fahrzeugkonfigurator-Projekt im Durchschnitt wert. Ja? Jetzt kannst du dir mal ausrechnen, wie viel Werbelupen ich verkaufen muss, damit ich dieses Geld wieder reinhole. Ne? Das heißt, der Prozess, den man dort bei den 3D-Konfiguratoren für Automobile verwendet, der ist einfach zu teuer. Ne? Und kurzer technischer Aus- oder Einblick. Es funktioniert ja so, dass die Autohersteller schon seit 30 Jahren CAD-Modelle erzeugen. Und diese CAD-Modelle werden eben für die Simulation benutzt, werden auch für die Produktion benutzt. Und genau diese CAD-Modelle kriegt jetzt die Agentur, die den 3D-Produktkonfigurator baut. Aber diese CAD-Modelle, die sind so umfangreich und so hoch aufgelöst, dass du keine Chance hast, eine Produktdarstellung innerhalb von 1 bis 2 Sekunden in den Webshop reinzukriegen. Ich sag mal, in den Autohäusern ist es kein Problem. Da stellt man so eine Hochleistungsmaschine hin und da läuft das Ding. Aber du willst ja jedem deine Produkte verkaufen, ne? Auch demjenigen, der ein Smartphone hat ohne 3D-Beschleunigungskarte. Ja, und also da sieht man schon, die Prozesse müssen ein bisschen anders werden, ne? Weil das einfach schwierig ist, das zu portieren. Aber das sind tatsächlich auch meine Vorbilder, an denen ich mich orientiere. Okay. Oh, gerne. Wie hoch ist die Gefahr einer Enttäuschung eines Kunden im Endeffekt? Beim Bekleidungsbereich stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, wenn man zwar alles konfigurieren kann, aber das nicht so aussieht wie ein Produktfoto. Also das ist eine wichtige Frage. Du darfst niemals in deinem Konfigurator etwas konfigurieren lassen, was am Ende nicht gehalten werden kann. Das ist sozusagen der erste Teil der Antwort. Also man muss absolut darauf aufpassen, dass man so eine Art regelbasiertes System hat, wo man nicht aus Versehen etwas konfigurieren kann, das man aber nicht produzieren kann. Und der zweite Teil ist, neben den Customizing-Bildern, die also live für jeden individuellen Nutzer produziert werden, sind natürlich auch noch alle anderen Produktbilder verfügbar. Und das heißt, man hat so eine Close-Up-Aufnahme von so einem Stoff. Man kriegt Einblicke in den Produktionsverfahren und du musst quasi es schaffen, dem Endkunden die Angst zu nehmen, dass er mit seinem gewünschten Produkt unzufrieden ist. Und deswegen, was sehr gut funktioniert, ist so eine Art Testimonial zu machen. Das wird in den meisten Fällen ein bisschen gefaked. Da nimmt man dann halt einen Test-User und der konfiguriert seinen Pullover. Und dann zeigt man, wie der produziert wird und dann zeigt, wie der Pullover nach Hause geliefert wird und wie der ausgepackt wird und wie der Endkunde dann happy ist. Und dann sieht man, wie quasi ein real produziertes Produkt mal aussieht im Vergleich zu dem, was man
aus dem Konfigurator bekommen hat. Aber ganz wichtig, es darf niemals etwas sichtbar werden im Konfigurator, was man nicht halten kann, was man nicht liefern kann. Das ist absolut ein wichtiger Punkt. Okay, wie wird ein solcher 3D-Produktkonfigurator hergestellt? Also ich kann es quasi nur von uns sagen. Wir sind, wie gesagt, ein Team von 7 Personen in Mannheim. Es kann sein, dass das einige andere anders machen, aber ich denke mal, so im Groben wird es wohl ähnlich sein. Wir haben folgende Schritte. Wir haben natürlich das Beginn in der Beratung. Also keiner kauft sofort einen Produktkonfigurator. Wir werden dann ein Angebot erstellen, dann gibt es ein Pre-Production-Meeting, dann gibt es Look-Development und dann wird es erst entwickelt. Und das ist eigentlich so aus unseren bisher 8, 9 Projekten immer so gewesen, also in dieser Reihenfolge kann man sagen. So, was ist bei der Erstberatung ganz wichtig? Wenn wir mit einem Kunden in Kontakt kommen, der also einen 3D-Produktkonfigurator sich dafür interessiert, ob er es am Ende kauft, keine Ahnung, aber er interessiert sich jedenfalls dafür. Er kommt zu mir in den Kontakt auf und dann schauen wir uns erstmal an, was man alles mit einem Konfigurator in seiner speziellen Branche machen kann. Und da sind die Parameter ganz wichtig, denn es ist für uns, weil wir das Ganze ja umsetzen müssen, wichtig zu erfahren, was soll denn wo einstellbar sein. Und all das, was einstellbar ist, müssen wir dann ja später in den 3D-Modellen, aus denen diese Bilder erzeugt, man spricht auch von Rändern, die also dann gerendert werden, müssen wir ja dafür sorgen, dass man auch nachts um 4 Uhr eine solche spezielle, zum Beispiel Modulhausversion, zur Verfügung gestellt bekommt, ne, als Bild. Und deswegen reden wir also mit dem Kunden über die Parameter. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Außerdem, die meisten Kunden, die zu uns kommen, die haben immer Angst, dass was immer wir machen, weil es ja schon ein bisschen abgefahren ist, ne, es ist irgendwie ja, schon komplizierter, als wenn man jetzt irgendwie so einen Text reinkopiert oder so in seinen Webshop, dann wird immer gefragt, was ist denn die Möglichkeit, das zu integrieren? Ne? Wie kann jetzt diese Renderfarm, die wir betreiben, in den Webshop integriert werden? Und das bespreche ich eben dort mit dem Kunden und zeige Ihnen auch viele Beispiele von Projekten, die wir schon umgesetzt haben, um auch da die Angst zu nehmen, dass es irgendwie problematisch werden könnte. Also im Grunde ist der Trick zu zeigen, dass man keine Plugins und keine Hardware braucht und dass man einfach nur ein Bild einbettet und dann hat man meistens schon den Kunden die Angst genommen. So dann, wenn ich verstanden habe, was der Kunde möchte, dann werde ich ein einseitig vermittliches Angebot erstellen. Falls euch übrigens irgendwas langweilt, was ich hier erzähle, ne, dann macht einfach, gib mir ein Zeichen, ne, dann überspringe ich das. Ich möchte, dass ihr einen Nutzen habt von dem, was ich hier erzähle. Jedenfalls in diesem Angebot wird die Freiheitsgrade, also die Parameter festgehalten. Wir machen auch immer eine Beispielvisualisierung, das heißt, wir zeigen immer an einem Beispiel, wie wird es dann später aussehen. Ne, wir wollen ja nicht, dass unser Kunde etwas kaufen muss, ohne ein Produktbild zu bekommen. Wir werden die Rechte klären, wer hat welche Rechte. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen vielen Kunden noch das agile Vorgehen erklären. Denn das bedeutet, sie sind sehr stark involviert in den Produktionsprozess auf der Seite von uns und müssen uns also regelmäßig Feedback geben. Das ist für viele Kunden noch recht neu, aber der Vorteil ist eben, sie können sehr früh Fehlentwicklungen aufdecken, was uns natürlich am Ende sehr hilfreich, für uns sehr hilfreich ist. In dem dann folgenden Pre-Production-Meeting, das ist ein Meeting, das kennt man, wenn man so Filmproduktion macht oder Special-Effects-Produktion macht, wenn irgendetwas Kreatives gemacht werden soll, dann trifft man sich erstmal und erklärt das Vorgehen. Ja, damit der Kunde, also unser Kunde, auch versteht, wann er wo Input geben muss und wann er was abnehmen muss. Und hier ist auch etwas, was sehr viel Spaß macht. Und zwar ist es die Erstellung des Low-Fidelity-Prototypen. Das werde ich euch nachher noch erzählen, was das genau ist. Auf jeden Fall, wenn wir das Ding haben,
also nach 4 Stunden haben wir das Ding, dann kann der Kunde seine spätere Anwendung komplett ausprobieren und durchprobieren und versteht, ah, okay, das wollte ich anders oder ja, genauso ist es, wie ich mir das gedacht habe. Man kann außerdem hier Usability-Optimierung schon machen und man kann auch schon sagen, hier, hol dir mal einen User von der Straße und lass ihn das mal testen. Und dann kriegt unser Kunde schon von seinem Zielkunden Feedback, wie diese Anwendung funktioniert, ob die gut funktioniert, bevor irgendeine Zeile Code programmiert wurde. Also das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, den Entstehungsprozess unglaublich abzukürzen. So, dann folgt das Look Development, das ist quasi ein sehr, ich sag mal, dem sehr kreativen Part geschuldet. Wir stellen ja Produktbilder dar. Ja, und die Produktbilder, du hattest es vorhin ja auch angesprochen, die müssen halt schon gut rüberkommen. Ne? Man muss Lust haben, diese Produktbilder A zu konfigurieren und B das Produkt auch am Ende zu kaufen. Und deswegen gehen wir also in diese Phase des Look Developments, da wird dann darüber gesprochen, wie sehen die Materialien aus. Wie sieht der Hintergrund aus? Wie ist die farbliche Anmutung? Was habe ich für Lichter? Und all diese Informationen, die nehmen wir auf, machen viele, viele verschiedene Versuchsreihen. Und so kommen wir dann, hier sieht man einfach mal 3 verschiedene, die sind wirklich komplett verschieden, von Material, Hintergrund, Beleuchtung. Und dann kommen wir quasi zu einem Ergebnis, wo der Kunde sagt, hey, das ist klasse. Und wo wir sagen, hey, das ist auch aus unserer Sicht, erfüllt es die Qualitätsstandards. Und manchmal sind wir aber auch ein bisschen zu weit, dann sieht es auf dem gerenderten Bild besser aus als in echt. Ne? Und dann hast du ein kleines Problem, wo man dann nochmal einen Schritt zurück machen muss. Das Schöne ist, bei Produktvisualisierungen, wie wir sie machen, können wir halt die Umgebungsparameter komplett kontrollieren. Ne? Es gibt keinen verregneten Tag, es gibt nicht zugleißenden Sonnenschein. Wir können wirklich jedes Photon, was durch diese Szene sich bewegt, steuern, um wirklich alles auszuschließen, was uns nicht gefällt in einem solchen Produktbild. So, und dann geht es los mit der grafischen Programmierung, wenn wir also den Look entwickelt haben. Ne, das kennen wir auch aus Designagenturen, die machen das genauso, diese Look-Entwicklung. Dann geht man her und sagt, okay, und das bauen wir jetzt mal in die Renderfarm ein. Die Renderfarm ist quasi so eine Art Cloud, die in Deutschland sich befindet, verteilt auf verschiedene Rechenzentren und die erzeugt dann diese Produktbilder. Und das muss natürlich irgendjemand mal programmieren und diese Modelle auch aufbauen, damit das dann automatisiert 24 Stunden pro Tag funktioniert. So, und parallel dazu startet dann auch die Frontend-Entwicklung. Wir wissen ja über den Low-Fidelity-Prototypen, wie die Anwendung aussehen soll, das wissen wir. Und dann fangen wir tatsächlich auch mit der Frontend-Entwicklung an. Allerdings ist das nicht so, wie man das vor vielleicht 10 Jahren noch gemacht hat, dass ich eine Box von Anforderungen habe, also was soll die Anwendung alles können. Und dann setzt man 10 Programmierer für ein halbes Jahr in den Keller und nach einem halben Jahr kommen die dann raus und sagen, hier, ich bin fertig. Na, so wird heute nicht mehr entwickelt, weil das nicht funktioniert. Und warum, werde ich euch auch gleich erzählen, warum das nicht funktioniert, aber so wird es eben heute nicht mehr gemacht. Heute macht man es anders. Heute sagt man, wenn die Anwendung am Ende ein Auto sein soll, was auf der Straße fährt, dann bauen wir erstmal nicht das Auto, sondern wir bauen erstmal ein Skateboard. Und damit können wir unserem Kunden die Möglichkeit geben, dieses Skateboard auszuprobieren. Und wenn der Kunde jetzt sagt, ja, hey, okay, ich will zwar ein Auto, aber das Skateboard funktioniert für mich, es fährt auf der Straße, dann wissen wir, okay, wir sind in der richtigen Schlagrichtung. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, hier vorne schon, ich will gar nicht fahren, ich möchte fliegen. Das habt ihr falsch verstanden. Und in dem Moment decken wir also einen Defekt auf, wir haben etwas falsch verstanden oder der Kunde hat es falsch erklärt. Es gibt auch vieles, was der Kunde nicht erklären kann. Und das fällt dann halt sofort auf. Und das Schöne ist, diesen ersten Prototyp des Frontends, den gibt es nach einer Woche. Also wir bauen tatsächlich nach einer Woche den Kunden zum Prototyp, den er in seinen Shop integrieren kann. Und dann kann er testen
und uns sofort Feedback geben, falls wir irgendwie auf der falschen Spur sind. Und so entwickelt sich das Ganze weiter. Wir bauen immer mehr Funktionen ein und jedes Mal hat der Kunde wieder einen testbaren Prototypen, den er also tatsächlich im Shop schon auf Testseiten einbaut. Und am Ende kommt dann tatsächlich das Auto raus. Und wenn irgendwas zwischendurch dem Kunden nicht gefällt, dann wird das eben sofort abgeändert. In dem Moment, wo es auffällt. Wir sind zeitlich durch soweit. Okay, dann skippe ich das, das dritte Thema, wie man Low Fidelity Prototypen macht. Ich werde allerdings diese Slides twittern. Also unter dem Hashtag Campix könnt ihr die dann finden. Oder ich werde auch einen Artikel darüber schreiben und den auf elastix.de dann posten. Da könnt ihr es dann auch euch noch runterladen. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt dazu, ich bin ja auch noch eine Weile da, könnt ihr mich gerne ansprechen. Sorry, dass ich die Zeit verpeilt habe. Ich habe das nicht vorher mal ausprobiert, das durchzusprechen. Mache ich normalerweise sonst. Heute habe ich es irgendwie nicht gemacht. Und dann sieht man gleich, okay, das führt dazu, dass man mit seinen Slides nicht fertig wird. Ich danke euch trotzdem, dass ihr hier wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke. Sicherlich im Moment Zeit für Fragen haben wir jetzt im Auditorium auf jeden Fall. Achso. Wir haben eine halbe Stunde Pause, also so ganz abwürgen wollen wir nicht. Da gibt es noch das eine oder andere, was ihr jetzt spontan wissen möchtet. Ansonsten auch gerne per E-Mail oder per Twitter at elastix. Könnt ihr mich gerne noch ansprechen. Okay. Also dann. Ich leg dir mal den USB-Stick hier hin. Mhm.